Kloster Marienfeld. Kloster Marienfeld ist eine Klosteranlage im Kreis Gütersloh. Kloster Marienfeld ist gelegen in der Nähe der Stadt Hasewinkel. Kloster Marienfeld ist nordwestlich von Gütersloh. Letztlich kann man sagen, ist gelegen in der Nähe des Flughafens Gütersloh, was aber sicherlich jetzt nicht die große Rolle spielt für das Kloster Marienfeld in Hasewinkel. Kloster Marienfeld ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster. Es wurde 1185 gegründet. 1222 war die Weihe der Klosterkirche, die bis heute im romanischen Stil steht. Und 1803 wurde das Kloster aufgelöst und ging in staatlichen Besitz über. Die Kirche ist heute im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen und wird seit 1804 als Pfarrkirche genutzt. Teil der Wirtschaftsgebäude sind auch im Landesbesitz und weitere Gebäude sind in Privatbesitz, werden als Wohnungen oder für einen Hotelbetrieb genutzt. Die ehemaligen Klausurgebäude sind inzwischen verfallen und wurden schließlich abgerissen. Seit Pfingsten 2004 leben zwei Benediktiner in der Gemeinde und denen ist es auch ein Anliegen, das Kloster Marienfeld wieder zu errichten und haben dort auch einiges entwickelt, um dort ein christliches Kloster wieder zu beleben. Und so ist dort ein besonderer Wunsch auch, dass man dort zum Beispiel als Mönch auf Zeit kommen will. Und das kann man auch dort machen. Es gibt dort Gästezimmer, wo man übernachten kann und es gibt Reliquien. So gehört also Kloster Marienfeld zu den Klöstern, die im Mittelalter entstanden sind. Dann sind zur Zeit der Französischen Revolution und der napoleonischen Besatzung aufgelöst worden im Zuge der Säkularisation und wo es jetzt Versuche gibt, diese wieder zu beleben. Also, das waren einige Gedanken zum Kloster Marienfeld, das vermutlich etwa 2 Stunden entfernt ist von Hornbad Meinberg.